Die deutsche Lebensmittelwirtschaft präsentiert Mini und Sonny, ihre Food-Experten für den heutigen Abend. Dankeschön, Dankeschön. Wir präsentieren Ihnen heute 5 Best-Practice-Beispiele aus dem Supermarkt. Die besten der besten Werbekonzepte des Jahres 2014. Mini, bitte. Danke, Sonny. Best Practice Nummer 1, das Coca-Cola-Glas Saw Vitamin Water. Billiges Wasser, aufgepeppt mit billigen Farbstoffen und billigen Vitaminzusätzen, vermarktet als Gesundheitswundergetränk, erzielt das beim Kunden einen stolzen Preis von 1,80 Euro pro Flasche, meine Damen und Herren. Da werden Kieselsteine wie Diamanten verkauft. Damit machen die richtig Asche, Solly. Och, danke, Mini, das ist fantastisch. Kommen wir zum zweiten Marketingknüller, die Knorr-Aktiv-Hühnersuppe von Unilever. Lassen Sie sich von den Namen nicht täuschen, meine Damen und Herren. Da ist kein Gramm Hühnerfleisch drin. Das wäre ja auch zu teuer. Nur 1% Hühnerfett, das reicht, um das Zeug als Hühnersuppe am Markt zu platzieren. Geschmacksverstärkender Hefeextrakt und Aromen sorgen schon für den Geschmack. Aber das Beste ist, Unilever verwendet ganz legal trotzdem ein Clean Label. Schauen Sie, meine Damen und Herren. Phänomenal, Sonny. Aber ich habe auch noch einen. Best Practice Nummer 3. Der Bio-Apfelsaft von Coop. Speziell für Norddeutschland. Die haben echt kapiert, dass sich mit Regionalwerbung richtig Kasse machen lässt. Natürlich kommen die Äpfel gar nicht alle aus Norddeutschland. Trotzdem taufen die das Produkt Unser Norden. Klingt gut, oder? Und erst recht das Versprechen. Aus der Region. Für die Region. So macht man erfolgreiches Marketing, liebe Zuschauer. Oh, das ist wirklich kaum zu toppen, Mini. Aber Kraft, Mondelez hat noch so einen Knaller im Programm. Nehmen Sie einfach einen Keks, Süßkram halt, und sagen, der sei gemacht für ein ausgewogenes Frühstück. Ein echter Vorreiter im Erschließen neuer Verzehranlässe. Ich meine, gesund aussehen tun Sie ja schon die Dinger, aber 27% Zucker. Wenn Sie jetzt denken, das ist ein Problem, nicht für Mondelez. Die nennen das einfach Energie für den ganzen Vormittag. Wenn das keine Profis sind, weiß ich auch nicht, Mini. Wow, aber last but not least, Erfolgsmethode Nummer 5. Nestlé mit seinen Alete-Trinkmahlzeiten ab dem 10. Monat, damit die Kleinen groß und stark werden. Eine vollwertige Mahlzeit mit Omega 3 und 6 kommt super an bei den Eltern. Der Kniff, den kleinen Schönheitsfehler, dass Kinderärzte vor dem Verzehr solcher zahnschädigenden Kalorienbomben warnen, ignorieren die bei Nestlé einfach. Denn was wissen denn Kinderärzte schon über... Das ist ja auch so, haben Sie über das Tagesthemen. Ist das etwa eine Kamera? Hier wird nicht gefilmt. Das ist eine interne Veranstaltung der Lebensmittelindustrie. Sie wollen von mir Transparenz? Ich will von Ihnen Transparenz. Ich bestimme, was hiervon an die Öffentlichkeit gelangt. So weit kommt's noch. Besser hätten wir von Foodwatch die 5 Kandidaten für den Goldenen Windbeutel 2014 nicht vorstellen können. Wählen Sie die dreisteste Werbelüge des Jahres. Stimmen Sie jetzt ab unter www.goldener-windbeutel.de.